Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Edition. Wir sind wieder in Khabdun, haben gerade mit dem Dieb gesprochen, der jetzt irgendwie plötzlich aufgestanden und weggerannt ist. Hallo? Ich war noch nicht fertig mit dir. Erzähl mir mehr über euch. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Nett. Deshalb bin ich Dieb geworden. Okay. Und woran erkennt man so Diebe? Frage für einen Freund. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Ja. Okay, dann wissen wir ja Bescheid, ne? So, wir sollen für den Kelch stehlen aus diesem Lager. Er ist auch gerade relativ weit weg und wir sehen, dass es auch einen Seiteneingang zu diesem Lager gibt. Das heißt, wir nehmen schön den Seiteneingang, schleichen uns da chillig hinein. Und hoffen jetzt einfach mal das Beste. Wo sind denn diese Kelche? Ein goldener Pokal. Das ging sehr schnell, ohne Animation. Waffenbündel? Keine Animation. Keine Einsammelanimation. Wo ist sie hin? Die Einsammelanimation ist weg. Egal. Noch irgendwas Stehlbares? Ich glaube nicht. Dann einfach wieder hier raus. Zack. So. Dann bringen wir ihm doch direkt die Kelche, dann freut er sich, ne? Oh. Moin, Urkras, alles gut bei dir, ne? Guck mal nach deinen Kelchen, du. Ich glaube, die hat jemand gemobst. Ich weiß auch nicht, wer das war. Cyrus ist jetzt schön. Das war der gar nicht. Wo ist denn der? Ach, er hat sich wieder zurück an seinen Platz gesetzt. Na, okay. Alles klar. Moin. Du, ich hab die Kelche gefunden, ne? Ich hab die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Woher wusstest du das nur, ne? Kannst du bei ihm. Okay, hier, kannst du ordentlich was rausschlagen, ne? Gönn dir. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Jacks Rebellengold. So, kannst du mir was übers, kannst du mir was beibringen? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Das läuft. Wie viel Diebeskunst haben wir denn? Warte mal, ich muss gucken. Wir brauchen so 30 und dann müssen wir, ich muss eben kurz mal checken. Warte, geh mal raus hier, so. Wir haben aktuell 11, oder? Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Wie viele Punkte haben wir denn noch? Oh. Ja, sollten wir schon machen, damit wir halt schwere... Oder wir sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und erhöhen unsere Kampfskills. Da brauchen wir 150. Und wo sind wir momentan bei Stärke? 108. Oh je, Mine. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, so. Da haben wir noch ein bisschen was arg vor uns. Und Schildparade müssen wir halt lernen. Benötigt Jagdgeschick 100 und benötigt Stärke 125. Wir sollten vielleicht wirklich das erstmal machen, damit das Kämpfen nicht so schwierig ist. Okay, also gut, wir machen erstmal weiter. Phil. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Was denn? Warum machst du das überhaupt? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Hast du nie immer Scheiße geschippt, wa? Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Also einer aus dem Untergrund, oder was? Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Ich kann das schon verstehen. Was kann ich denn machen, um euch zu helfen? Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Ja, okay. Ich habe es zufälligerweise gerade sogar dabei, ne? Ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Hier, ich werde sie dir bezahlen. Javier schickt mich. Javier schickt mich. In Redock warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redock überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Man tut, was man kann, ne? Wann geht's denn los mit der Revolution? Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Khabdun anzugreifen.
Ich verstehe. Also müssen wir Wenzel befreien, wenn wir denn auch diese Stadt jetzt wieder befreien wollen. Das ist halt die Frage. Ich denke nicht, dass ich das schaffen werde in dieser Aufnahmesession noch. Deswegen frage ich euch an dieser Stelle jetzt einmal gerade so einfach in die Runde. Ich werde so eine Umfrage hoffentlich hier reinballern, wenn ich dran denke. Und wenn nicht, dann weist mich doch darauf hin. Dann mache ich spätestens beim nächsten. Aber ich glaube, ich werde mir das merken. Ich werde versuchen, dran zu denken. Auf jeden Fall, was sollen wir tun? Sollen wir lieber auf der Ork-Seite spielen? Oder sollen wir lieber auf der Menschenseite spielen? Weil hier sollten wir es jetzt entscheiden. Wenn wir jetzt hier anfangen, natürlich die Orks fertig zu machen, dann sollten wir das auch beibehalten. Oder halt umgekehrt, wollen wir tatsächlich den Orks verhelfen, diese wunderbare Welt komplett einzunehmen. Da gerne mal einfach in die Kommentare schreiben oder beziehungsweise an dieser Umfrage teilnehmen, was euch da besser gefallen würde. Wenn ich schlau war, habe ich es jetzt eingeblendet. Wenn ich nicht schlau war, schreibt es in die Kommentare. Dann gucken wir mal den Konsens. Also ich bin zwiegespannt. Ich bin eigentlich sonst ja immer der Nette, deswegen würde ich wahrscheinlich eher auf der Seite der Menschen arbeiten. Aber man kann ja auch mal böse sein, ne? Warum auch nicht? So, was wollte ich denn jetzt machen? Wir müssen auf jeden Fall am besten erstmal irgendwie schlafen für den nächsten Morgen. Dann können wir uns nämlich auch machen, diese Banditen fertig zu machen, wenn die überhaupt noch leben. Ist hier gerade jemand drin? Nein. Dann schlafen wir doch einfach direkt. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Oh, man muss sich auch mal gönnen, ne? So. Dann gucken wir mal. Hier war doch die gute Person. Wir waren doch noch gar nicht ganz oben. Da sollten wir vielleicht auch nochmal eben hochlatschen, bevor wir dann losgehen, Banditen kloppen. Wobei, das können wir auch gleich machen. Lass das mal Banditen kloppen. Das macht mir Spaß. Eben quick safen. Cyrus fragen, ob er Bock hat, um mit uns die Banditen fertig zu machen. Und dann geht's los. Lass uns Banditen jagen gehen. Lass uns Banditen jagen gehen. Ha, sehr gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Die Sau muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ja, geh los. Komm mit. Komm mit. Alles klar. Ach, ich muss das jetzt auch noch machen. Ja, wo ist denn seine Räuberhöhle? Das ist ja natürlich eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwo an der Küste gibt es eine Räuberhöhle von Ortega. Machen wir mal los, ne? Gehen wir mal den Banditen Obermocker umbringen. Ich denke mal, da man ja hier irgendwo... Halt! Mann, ich will doch gar nicht herein. Ist doch gut, geh weg. Hier ging es doch irgendwo runter. Wo war das? Da hinten. Mal sehen, ob Cyrus noch bei uns ist. Bist du noch da? Geil, los geht's. Also es waren auf jeden Fall nicht die beiden Höhlen, in denen wir schon waren, denn da waren keine Banditen drin, sondern da waren Monster drin. Also werden es die nicht sein. Diese Höhle hier wird es nicht sein und die andere nicht. Das bedeutet, muss man eben schauen. So viel gibt es ja dann gar nicht mehr. Gehen wir mal die Küste hier ab, ob wir den da noch irgendwo finden. Ansonsten, ich habe so nebenbei diesen Gothic-Reiseführer. Wir könnten da auch im Zweifel mal reingucken. Lebt sie noch? Ne, sie sah noch so lebendig aus. Der wird uns auf jeden Fall sagen, wo diese Höhle ist. Aber es macht halt mehr Spaß, es selber rauszufinden, wenn wir mal ehrlich sind. Und die Küste ist jetzt nicht so lang. Ich hätte jetzt gedacht, das sind die, die da oben auf dem Berg gesessen sind, aber offensichtlich sind die das nicht. Uah. So eine Räuberhöhle würde ich natürlich auch irgendwie hinter Gras oder sowas verstärken, damit man die natürlich nicht sofort sieht. Du, 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 du. Hm. Und dann noch eine Frage in die Runde. In der Regel, also ich so als alter Gothic-Veteran, spiele das sonst immer solo. Also ich habe eigentlich nie wen dabei. Vielleicht ist deswegen auch das Kämpfen für mich immer so schwierig gewesen in Gothic 1 und 2. Wie seht ihr denn das? Glaubt ihr lieber alleine rum oder habt ihr immer irgend so einen NPC-Mogli mit dabei, der euch hilft? Weil mich stören die eigentlich eher und ich weiß nicht, wie das mit Erfahrungspunkten ist. Wenn die dann einen umklotzen, kriege ich dann trotzdem die Erfahrungspunkte oder heimsen die sich die dann ein? Weil dann wäre es ja ein bisschen scheiße. Dann würde ich lieber alleine rumlaufen, weil die Erfahrungspunkte sollen ja mir gehören, ne? So, also es ist offensichtlich nicht dieses Lager hier. Es muss hier irgendwo noch eine andere Höhle geben. Oder überhaupt eine Höhle, weil das war ja keine Banditenhöhle. Vielleicht hier irgendwo. Hier sehe ich nur Leichen, das heißt, ich war offensichtlich schon mal hier. Ah, was haben wir denn da? Oh, nicht mal getroffen, was war das denn? Ja, Fuchs, läuft bei dir? Läuft bei mir. Also das ist die nächste Küste, die wir hier haben. Hoppala, hier ist ein bisschen arg steil. Da gehen wir lieber außen rum. Sollten wir jetzt hier an der Küste nichts finden, können wir den Turn ja direkt weitermachen und eben zum Leuchtturm latschen, um zu gucken, ob wir da das Rebellengold mopsen können. Aber hier wird wahrscheinlich irgendwo eine Höhle sein, die ich seinerzeit übersehen habe.
Was mich wundern würde. Wir sind doch eigentlich relativ aufmerksam am Gucken hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn mit seiner Banditenhöhle? Da vorne vielleicht. Das könnte eine Höhle sein. Ja, oder ich bin halt an der falschen Stelle. Das könnte natürlich auch sein. Wobei, das sieht schon etwas aus, als könnte sich da gleich eine Höhle öffnen, aber nee. Es ist einfach nur dunkel. Nichts mit Höhlen. Alles klar, weiter geht's. Keine Höhle, keine Höhle. Wo ist denn hier eine Höhle? So, hier hinter diesem ganzen Gestrüpp würde ich es jetzt erwarten, ne? Ach, hier ist weht der Wind und so, aber ne. Auch keine Höhle. Dann bleibt eigentlich nur noch... Ist Cyrus noch da? Cyrus? Cyrus? Okay. Wir haben offensichtlich Cyrus verloren. Wo ist er denn? Vielleicht sind wir zu weit weggegangen und er hat sich gesagt, na, das wäre jetzt auch zu weit, ne? So weit gehen wir jetzt auch nicht. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Gut. Cyrus hatte keinen Bock mehr, offensichtlich. Hat sich entschieden, nicht mehr mitzukommen. Mal sehen, was jetzt passiert. Ist er jetzt immer noch... Es hat sich ja vor allen Dingen, das Spiel hat ihn nicht entfolgt. Das heißt, er ist offiziell ja noch mit uns unterwegs. Da ist er ja. Du hast ein bisschen gebraucht, wa? Oh, komm mal mit, du. Wir sind noch nicht durch hier. Wir gehen jetzt erstmal mal wieder nach oben. Nach Ardena und gehen dann zum Leuchtturmwärte Jack. Und checken mal eben... Oh je, wo sein Rebellengold ist. Guck mal, wenn das nach oben klettern schon anstrengend ist, ne? Du. Ich höre Musik von Kampfgeräuschen, aber ich sehe niemanden, der kämpft. Und ist Lester immer noch hier? Bist du Lester? Nein, du bist nicht Lester. Lester ist schon längst unterwegs. Das könnte die Höhle sein. Oder es ist nur ein Grafikbug. Hier hinten waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Hier mal checken. Bin ich noch ein paar Blutfliegen oder sowas rumhängen. Mal sehen, ob wir bei Blutfliegen vor allen Dingen, ob wir da jetzt auch was looten können. Oder ob das immer noch nicht geht. Kronstöckel. Ja, gönnen wir uns mal hier so ein bisschen gestrüpp, ne? Meine Pflanze, Morgentau, Goblinsbeere. Ich höre Wölfe. Das ist schlecht. Oh, erstmal zwischenspeichern. Das sind auch mehr als... Das sind mehr als drei. Oh, es sind viel zu viele. Cyrus, Achtung, Wölfe. Let's go. Dem hast du es gezeigt! Ja, ich arbeite auch dran. Los, du bist, machst mit. Nein, nicht von hinten. Oh, scheiße, yo, alles klar. Das hat nicht funktioniert. Wir wurden von hinten zermettelt. Was macht er denn da? Du musst doch ein bisschen mitmachen. Spiel laden. Schnell speichern, bitte. Der Dödel, ey. Okay. Wir versuchen das eben nochmal. Sind sie noch da? Oh ja. Chris, bist du auch noch da? Ja, cool. Let's try it again. So, komm her. Vorsichtig jetzt. Mann, sind das viele. Das ist ja verrückt. So, komm her. Komm. Nicht von hinten angreifen lassen. Das ist wichtig. Oh, so viel zu dem Thema. Oh, guckt euch das an! Scheiße, Mann. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ich kann jetzt nicht einfach hier so weggehen. Das geht nicht. Das kann ich nicht tun. Ich muss es nochmal versuchen. Wir versuchen es mal mit dem Bogen. Vielleicht kommen wir da besser voran. Okay. Versuchen wir es mit dem Bogen. Oh, geil. Nein. Ah. Ja, jetzt stehen wir auch noch. Scheiße. Ja,
Geil. Es hat relativ gut angefangen, hat sich dann aber sehr schnell in Scheiße entwickelt. Also der Anfang war gar nicht so schlecht, aber dann sind wir auf diesen Stein draufgeschoben worden und dann haben die Wölfe natürlich absolute Oberhand. Keine Chance. Sobald du dich höher befindest als sie, hast du verloren. Dann hast du einfach verloren. Okay, ich mach's jetzt noch einmal. Wenn es dann jetzt nicht funktioniert, dann scheiß auf die Wölfe. Dann kommen wir später immer wieder, wenn wir ultra drauf sind. So. Die geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ich finde das nicht in Ordnung. Das riesige Scheißrudel. Ne, komm, wir hauen jetzt ab. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. So, wir gehen jetzt zu Jack. Jack und seinem Leuchtturm und versuchen entspannt uns dort das Rebellengold zu schnappen. Wenn wir das dann haben, machen wir nochmal einen Umweg zu Io-Meer oder wie auch immer er hieß. Keine Ahnung, der andere Jäger, der von uns wollte, dass wir die scheuen Hirsche da jagen. Vielleicht tauchen die nämlich jetzt mal wieder auf. Da waren noch zwei Stück, glaube ich. Die kriegen wir wohl noch. Und einer davon war schon verwundet. Wobei der jetzt bestimmt nicht mehr verwundet ist, sondern inzwischen wieder voll geheilt. Aber da sind wir auch noch dabei. Den Quest haben wir auch noch offen. Und was haben wir noch? Ja, und die Banditenhöhle. Vielleicht ist die da hinten irgendwo. I don't know. Wir schauen einfach mal. So, jetzt erstmal hier durch Ardea. Na, bei euch immer noch alles gut? Schön, so eine Es geht so nicht weiter. Schön, so eine befreite Stadt zu sehen. Ich glaube, also rein gefühlsmäßig würde ich, glaube ich, schon auf der Seite der Menschen spielen. Ich weiß es nicht. Ich will da gar nicht beeinflussen. Schreibt einfach mal, worauf ihr Bock habt. Dann gucken wir, dass wir uns dann nächstes Mal entsprechend entscheiden. So, jetzt die Frage, wie kommen wir denn, sind das hier so eine Hirsche? Hirsch, das sind nur normale Hirsche. Keine Scheunhirsche. Der letzte Scheiß. So, dann können wir die erstmal leben lassen. Gut, das Fleisch wäre natürlich von Vorteil und sehr lecker, aber ist jetzt nicht unbedingt notwendig, sie umzubringen. Jackie, ich komme dich nochmal besuchen. Du. So, mal sehen. Er sitzt da so ganz entspannt. Muss jetzt irgendwie checken, wie ich in sein Haus reinkomme, ohne dass er es merkt. Na, bei dir alles gut oder was? Wenn ich jetzt reingehe bei dir, meckerst du dann? Hier ist kein Rebellengold. Wo ist das Rebellengold? Die Truhen haben wir alle leergeräumt. Hier ist das Rebellengold nicht. Es muss oben sein. Ich spreche mal direkt drauf an. Hi, Jack. Ach hier, guck mal da. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Okay, gib mir das Gold. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Nix. Tschüss. Das war ja schon mal sehr lohnend. Gut, dann machen wir es jetzt nochmal auf in die andere Richtung und da ist doch Cyrus wieder. Na, Digga, bist noch dabei oder was? Ja, komm, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dieser Höhle. Komm. Erst die Höhle, dann den Hirsch. Ich habe noch eine Höhle, habe ich noch in Erinnerung. Wenn ihr euch erinnert, da wo dieser Wagen war. Wenn wir da hingehen, wo der, wie heißt es denn? Wo dieser, nicht Bauern, doch, da wo der Bauernhof war und dann den Weg da entlang. Da wo auch die hungrigen Wölfe waren. Da hinten weiter hoch war ja eine Höhle, wenn ihr euch noch erinnert. Guck mal, hier ist der Scheißehaufen, sehr schön. Wir gehen mal um das Dörfchen herum. Können wir ein bisschen Zeug looten, ist auch nicht verkehrt. Wenn das denn geht. Ja doch, man kann hier lang, das ist doch schon mal schön. Das könnte sein, dass das die Höhle ist. Ich bin mir nicht sicher. Cool, wir kommen doch nicht hier rum. Oh, es sei denn, man kann hier langlatschen, ohne zu sterben. Ja, scheint zu gehen. Die Frage ist, ob Cyrus das auch schafft. Oh, ich rutsche hier runter. Wie sieht's bei dir aus? Oh, oh. Oh je. Ich habe das Gefühl, Cyrus. Kommst du? Ja, jetzt habe ich dich hier. Jetzt habe ich dich am Arsch, ne? Jetzt habe ich dich an den Eiern. Tja, Cyrus. Oh doch, jetzt. Oh, Cyrus hat es geschafft. Ich bin begeistert. Er hat sogar diese unschöne Stelle. Uah, Gottes Willen. Die Kamera dreht wieder durch. Manchmal muss man sich auch mal ein bisschen drehen. Hilft nix. Okay. So, weiter geht's. Gut, dann müssen wir nochmal da lang. Das war gar nicht so weit. Ja, hier sieht man, ist auch in dem Spiel bestimmt rumeiern. Ne? Man läuft doch mal von hier nach da. Das gehört dazu. Oh, hier hoch da, komm, das schaffen wir. Immer mit der Angst, dass irgendwo ein Wolf um die nächste Ecke herumlauert. Oh, ist das schon wieder so weit? Scheiße, Mann.
Die Zeit verfliegt. So. Alles klar, Guti. Ihr hört den Hankrin, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen dann eben fix hier kurz einen Break. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle bei euch wieder fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich mehr gerne unter dem Video posten. Ansonsten werden wir im nächsten Part dann gucken, dass wir die Höhle finden. Wo sind wir hier? Egal, werden wir dann sehen. Und ja, ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Cyrus, ja, der kommt vielleicht auch inzwischen dann irgendwann mal wieder an. Und ja, bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.